Hallo und grüß euch, schön, dass ihr dabei seid. Es ist der wunderbare Herbst da, endlich. Es ist wirklich eine schöne Zeit. Wir haben ein paar super Themen im Herbst, um was für die Vielfalt zu machen, um unsere Bienen und Schmetterlinge zu unterstützen. Wir schauen uns an, was macht man mit diesen sogenannten Nisthilfen für die Wildbienen? Muss man was machen, soll man was machen? Ganz wichtig auch, überlegt schon ein bisschen fürs Frühling, was den Bienen anbieten könnt und setzt ja möglichst viel Zwiebelpflanzen. Da schauen wir, welche super Zwiebelpflanzen das gibt. Und es gibt noch einen wunderbaren spätsommerlichen Blüher, ganz eine besondere, schöne Pflanze. Da freut sich die Hummel, da freut sich die Biene und der Schmetterling. Und die Kose macht uns noch einen schönen, natürlichen Deko-Tipp. Also, ich glaube, dass für jeden was dabei ist. Wenn ihr Wildbienen im eigenen Garten unterstützen wollt, ist das erstens nicht kompliziert und zweitens wäre das super wichtig. Da kann wirklich jeder einen Beitrag machen zum Artenschutz und kann unsere heimische Vielfalt echt einfachst unterstützen, indem er ihnen, und daran fällt es leider immer mehr in unserer freien Landschaft, indem man ihnen Nisthilfen anbietet. So nennt sie das korrekt, also das sind keine Insektenhotels. Da checkt niemand ein oder nächtigt da drinnen, machen es zwar ganz gern, aber hauptsächlich geht es um das, dass die Wildbienen, und da gibt es hunderte verschiedene, die legen in solche gebohrten Hartholzblöcke die Eier rein. Und viele fragen sich dann, weil Richtung Spätsommer, Herbst schaut das dann ein bisschen spannend aus, die ganze Geschichte, weil dann werden diese ganzen Löcher, die da drinnen sind, werden, man sagt, zugedeckelt. Die Bienen schließen das mit so einer Mischung aus Lehm und was sie halt finden, Erde. Und da drinnen in diesen Löchern, da sind die ganz, ganz kostbaren Eier abgelegt worden und warten dann darauf, dass sie sich entwickelt. Und viele fragen sich dann, muss ich was machen? Muss man im Herbst was machen? Muss ich im Frühling machen? Weil die schlupfen ja irgendwann aus. Oder wie weiß ich überhaupt, ob da noch was lebt drinnen? Und der Frage gehen wir jetzt einmal auf den Grund. Solche Hartholzblöcke, die es im Garten aufhängt, schauen, wenn man es ganz neu auflegt, natürlich leer aus, da sind nur die Löcher rein. Und wenn sie dann hängen, oft schon in der ersten Saison, aber es dauert oft ein bisschen, bis sie diese Populationen der Bienen aufbauen, dann verdeckeln sie das. Dann schaut das Ganze so aus, das ist alles geschlossen und da drin ist die kostbare Fracht. Das kommt natürlich dann wieder zurück, wo es hingehört. Wichtig, wenn es die aufhängt, sucht entweder ein trockenes Plätzchen, wo die Sonne ein bisschen dazu kann, oder macht zumindest ein Dachel drüber und beachtet es auch, wenn es zur Wand zuschrauft, dass hinten keine Nässe irgendwo stehen bleibt, weil das Holz sollte einigermaßen trocken sein. Es darf schon mal zuregnen oder Tau, das ist egal, aber es darf nicht der Witterung ausgesetzt sein. Und jetzt haben natürlich viele die große brennende Frage, muss ich da was machen, weil das ist ja jetzt alles komplett zu. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Wildbienen legen in diese Gänge da die Eier rein, die fangen hinten an und legen dann ein Ei nach dem anderen rein und jetzt mal, wenn ein Ei reingelegt wird, geben sie ein bisschen einen Pollenvorrat dazu. Deshalb ist es also wichtig, dass ihr ganz viele verschiedene Blumen im Garten habt, damit diese Wildbienen genügend Pollen haben, um ihre Brut zu ernähren. Und zwischen jedes Ei kommt dann sogar noch eine Zwischenwand rein und das bauen sie bis ganz nach vorn und vorn machen sie dann einen Deckel drauf, damit so ungefähr das Ganze da versiegelt und beschützt ist. Sie machen sogar noch einen Trick dazu, wenn sie das versiegelt haben vorn mit dem Deckel, dann ist die erste Zelle dahinter leer, weil es kommen sehr oft die Meisen und die denken sich, da gibt es was Gutes zum Außerholen und dann klopfen die vorn diesen ersten Deckel auf. Und dann sind sie enttäuscht, weil die erste Zelle leer ist. Da ist kein Ei oder keine Larve drinnen zum Holen. Okay, das wäre einmal so ungefähr die Theorie. Und dann wäre wichtig zum Wissen, die Wildbienen legen das zum Beispiel im Frühling oder im frühen Sommer da rein, diese Eier. Dann schlupfen die Larven aus und fressen dann diesen Pollenvorrat. Und dann passiert eben was wirklich Erstaunliches. Diese Larven, die machen dann so eine Art Metamorphose durch und verwandeln sich schon im gleichen Jahr, es gibt ein paar Ausnahmen, wo das wieder anders funktioniert, weil es sind hunderte verschiedene, aber sie verwandeln sich im Prinzip schon mehr oder weniger ins fertige Insekt und diese fertige Biene, die überwintert da drinnen und wartet aufs nächste Jahr, wenn es dann ausschlüpfen kann. Das heißt, überall, wo jetzt der Deckel drauf ist, wissen wir, da lebt was drinnen, da schläft wer drinnen und hoffentlich dann im nächsten Jahr erwachen sie zu neuem Leben und kommen dann außer. Und nur da, wo Löcher offen sind, da wissen wir, okay, da ist nichts drinnen, aus welchem Grund auch immer.
Jetzt ist die große Frage aller Fragen. Müssen wir was putzen, ja oder nein? Braucht man gar nichts da? Es gibt da zwei Meinungen. Beide sind ganz gut, finde ich. Die eine ist, mach gar nichts, lass es, wie es ist ein biologisches System, beobachte. Und wenn wirklich die Nisthilfe irgendwann einmal komplett zu ist, erneuere sie vielleicht, beziehungsweise ich finde besser, lass hängen und ergänze sie durch eine neue. Und die andere Meinung ist, naja, das ist ja ein bisschen künstlich hergestellt, man könnte den Bienen schon helfen. So als ganz einfache Regel vielleicht, wenn ihr wo Löcher seht, die leer sind und die verschmutzt sind, eben mit Lehm oder mit Rückständen aus ausgeschlüpften ehemaligen Wildbienen, dann könntet ihr die ausputzen, weil da ist ja nichts drinnen. Die sind im Prinzip leer. Man sieht das da auch ganz gut. Da sind zum Beispiel die da, da ist eine und da ist eine, die sind leer. Da dürften sie ausgeschlüpft sein, da biegt man so ein bisschen den Lehm um. Die könnte man jetzt um die Zeit ausputzen, wenn wir reinschauen und sehen, okay, da ist gar nichts mehr drinnen. Dann könntest du das machen. Ansonsten würde ich es eher so hängen lassen und ergänzen. Diese Hartholzblöcke sind natürlich relativ aufwendig, wenn man das selber macht. Man kann es auch kaufen. Es gibt aber ganz was kostengünstiges: Schilf. Schilfrohre haben wir euch schon ein paar Mal gezeigt. Ich experimentiere da immer wieder ganz gern und habe mir da heuer im Frühjahr so eine Rolle aufgehängt. Das ist nichts anderes wie eine zusammengerollte Schilfrohrmatte, die ist vorn und hinten abgeschnitten, weil ganz wichtig ist, wenn man so Rädeln aufhängt, die müssen irgendwo zu sein. Das macht das Schilf natürlich, weil sonst gehen euch die Bienen nicht rein. Und da sieht man, das ist schon wirklich sehr, sehr gut verdeckelt. Das heißt, da ist richtig viel los, lustigerweise auf beide Seiten. Und da gebe ich euch nur einen Tipp, dass da was Gutes drinnen ist, nämlich eine Top-Proteinquelle, weil ja diese fertigen Larven da warten aufs Ausschlupfen nächstes Jahr, das weiß natürlich auch der Specht und die Meise. Das heißt, die konnten jetzt da ganz gemütlich immer wieder sie auch Jausen holen. Und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr sowas so frei zugänglich montiert im Garten, dass ihr es dann spätestens ab dem Winter, wenn der Specht hungrig wird, mit einem sogenannten Hasengitter schützen. Das heißt, einfach in irgendeiner Form gehört das eingemacht, sodass der Specht oder die Meise, die Meisen ziehen oft sogar die Stabeln raus, dass die nicht zubekommen. Weil sonst kann es wirklich passieren, dass er sich da bedient. Ist ja klar, ist ein Leckerbissen. Also es ist eigentlich überhaupt nicht schwierig, dass man seinen eigenen Garten für Wildbienen sehr attraktiv macht und ihnen eine super Heimat dort zur Verfügung stellt. Die meisten gehen ohnehin auch in die Erde, was auch nicht unwichtig ist. Ich werde jetzt die natürlich zurückgeben und nachdem die so gut besiedelt ist, lege ich gleich eine hin für nächstes Jahr. Dann haben sie nicht so viel zum Streiten, weil nur mal ein paar Löcher vielleicht frei sind. Und übrigens, jeder, der natürlich was für die Wildbienen machen will, der muss ja vor allem auch sehr, sehr viel Nahrung zur Verfügung stellen. Was ist Nahrung für Wildbienen? Nektar und Pollen für die Larven. Das heißt, unsere idealerweise heimischen Blühpflanzen und ganz, ganz super eignen sich dazu im Frühjahr natürlich unsere Zwiebelpflanzen. Und die kehren eigentlich jetzt in die Erde. Und ich zeige euch, welche das du nehmen kannst. Der Herbst ist ja wirklich eine super, super Sitzzeit. Es könnt ihr im Großen und Ganzen alles setzen. Das heißt, von den mehrjährigen Stauden über Gehölze, natürlich die Zwiebelpflanzen, die gehen eigentlich eh nur jetzt. Und es könnt sogar Blumenwiesen ansehen. Das wissen auch nicht viele. Die fürchten sich dann ein bisschen, weil sie denken, naja, wenn ich jetzt ein Saatgut von einer Blumenwiese, sollte das natürlich wirklich ein heimisches Saatgut sein, was bei uns herkehrt in die Gegend. Die fürchten sich dann, weil es kalt wird im Winter, dass vielleicht der Samen dann einen Schaden erleidet. Es ist genau das Gegenteil. Der Samen ist so dankbar im Winter, wenn er die Feuchtigkeit und die Kälte kriegt, dann kriegt er einen Reiz. Und der Samen weiß dann, ah, okay, jetzt war es Winter und im Frühling
keimt er dann viel besser an, als wenn man zum Beispiel erst im Frühling ausbringt. Also wenn ihr eine Chance habt und wenn ihr sowas machen möchtet, macht es ruhig heuer noch. Das könnt ihr im November oder Dezember auch noch aussehen, wenn es die Witterung zulässt und das geht gut. Und Zwiebelpflanzen gehen natürlich jetzt um die Zeit sowieso hervorragend. Und da möchte ich euch vielleicht ein paar Tipps und Anregungen geben, dass es noch erfolgreicher seid. Davor zeigt uns Cosi aber noch einen herbstlichen Deko-Tipp. Sie zaubert heute einen Herbstvorhang aus Eicheln. Dafür bohrt sie gekonnt ein Loch in die Eicheln. Anschließend fädelt sie die Eicheln auf ein Band und verziert es mit Perlen und Blumen. Ein Ornament darf natürlich auch nicht fehlen. Und schon kann die herbstliche Deko an der Vorhangstange angebracht werden. Und jetzt zurück zu Markus. Ja, ich finde, das war wirklich sehr inspirierend wieder. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen inspirieren oder sagen wir so, ich gebe euch ein paar Geheimtipps fürs Zwiebelpflanzensetzen. Weil ganz viel weiß ich ja dann, das ist super gerne im Herbst, was eh wichtig ist. Aber vielleicht sollte man sich ein bisschen Gedanken machen drüber. Es gibt ja viele verschiedene Zwiebelgewächse, die man setzen kann jetzt um die Zeit. Und diese Zwiebelgewächse haben verschiedene Lebensräume. Manche wollen es eher sonnig heiß, das wissen auch nicht viele. Also die kann man durchaus in so einen Steppen oder in einen Kiesgarten einsetzen. Andere wollen lieber ins normale Beet, ganz klassisch, wie die Tulpen zum Beispiel. Oder auch in die Wiese. In die Wiese habt ihr auch gute Möglichkeiten. Und dann gibt es wieder Gruppen, die wollen es eher so ein bisschen, zumindest im Sommer, absonnig bis halbschattig, das heißt zu irgendeinem Strauch zu haben, oder wenn im Sommer der Baum sozusagen seine Krone oben drüber ausbreitet, werden sie schattiert und im Frühling haben sie aber die Sonne, weil ja kein Laub draußen ist. Also diese drei Lebensbereiche habt ihr und für jeden Lebensbereich habt ihr ein paar super Pflanzen. Also als erstes schauen wir in die Hitze, also wo es heiß ist, wo es eher trocken ist. Vielleicht habt ihr irgendwo ein Kiesbeet oder zum Haus zu, wo der Regen nicht hin kann. Oder eine geschotterte Einfahrt fürs Auto. Irgendwo, wo es, wisst ihr, da ist es eher trocken, da vertrocknet man den Rasen immer. Dort war sowas super. Symbolisch habe ich jetzt zum Beispiel da den gelben Lauch. Der blüht zwar erst im Sommer, aber er passt einfach sehr, sehr gut in solche Bereiche. Wäre eine heimische Zwiebelpflanze, war vielleicht auch mal interessant. Und es gab sogar einen Krokus. Der Goldkrokus, den könnt ihr in solche Bereiche setzen, der mag diese Hitze tatsächlich, hat mit Trockenheit überhaupt kein Problem. Dann gibt es noch eine heimische, die schopfige Traubenhyazinthe, wäre auch was, wirklich was Liebes für solche Bereiche. Oder was gibt es noch? Der Strahlenwindröschen, das ist ein Buschwindröschen, das kommt eher aus dem Süden Europas, hat meistens so wirklich schöne blitzblaue Blüten und das hat mit so heißen Bereichen kein Problem und die vermehren sich mit der Zeit auch ganz gut. Die werden von selber alle mehr. Viele von euch haben sicher, nehme ich einmal ein Beet oder vielleicht einen Rasen oder eine Wiese. Da gab es auch super Sachen. Ich glaube, jeder von euch kennt unsere heimischen Dichternarzissen. Die sind wirklich gut in einem Beet. Ihr könnt es aber auch in eine Wiese setzen, vorausgesetzt, die Wiesen wird bis zum Sommer nicht gemäht, weil die müssen einfach ausblühen und brauchen dann relativ lang, bis sie wieder einziehen, also bis oben braun werden. Und dann kann man das erst einmal mähen und das ist halt meist erst so Richtung Juni eine. Aber wenn ihr eine naturbelassene Wiesen habt, die vom Boden her nicht zu trocken ist, Dichternarzissen wollen eher ein bisschen einen feuchten Boden, dann ist das wirklich super und die werden auch immer mehr
und die verströmen ja so einen unglaublich guten Duft. Was allerdings wirklich gut ist für Wiesen, wären zum Beispiel die Elfenkrokus. Ein lieber kleiner Krokus, blüht so bläulich, der ist super, den könnt ihr in der Wiesen setzen, weil der zieht sehr früher ein. Das heißt, das könnt ihr da, sage jetzt einmal, ab Ende April, Anfang Mai sicher schon wieder mähen. Dann hat der Einzug und hat ganz früher eben dafür gesorgt, dass unsere Hummeln und Bienen eine erste Nahrungsquelle haben. Symbolisch habe ich mir jetzt da in den lichten Schatten unserer Birken eingesetzt. Wenn ihr Sträucher habt oder irgendwelche Bäume, da könnt ihr super einsetzen. Was echt eine liebe Pflanze ist, viele von euch werden es kennen, natürlich das Buschwindröschen. Es gibt übrigens ein weißes Buschwindröschen und ein gelbes Buschwindröschen. Beide sind entzückend und wollen eben eher unter so Bäumen, wo es vor allem im Frühling und im Winter nicht zu trocken ist. Da hat man eh den Schnee und guten Niederschlag. Und bei denen ist wichtig, das schaut natürlich gar nicht aus wie eine Zwiebelpflanze. So schaut das aus. Das ist eigentlich ein Rhizom, sagt der Gärtner. Das ist nichts anderes wie eine verdickte Wurzel. Die Zwiebelpflanze ist ja auch eine verdickte Wurzel in Wahrheit, aber halt noch viel komplizierter wie das Ding da. Und das müsst ihr waagrecht in die Erden einlegen. Und das ist echt ein bisschen eine Ausnahme. Die legt waagrecht ein, sehr seicht, also nicht tiefer wie 3 cm. Und da unten, unter bei dem Boden, wenn sie es so hinlegt, das schön auflockern und dann da oben noch ein paar Zentimeter Erden drauf und deckt sie es noch einmal ab, so wie es in der Natur ist, mit ein bisschen an Laub. Dann wachsen euch die super. Ist wirklich was Liebes. Es habt ihr jetzt die schöne Aufgabe, es könnt ihr träumen davon, wie eure Zwiebelpflanzen im Frühling schön austreiben. Aber es gibt jetzt im Herbst auch noch so schöne Pflanzen. Man möchte es nicht für möglich halten, nämlich eine heimische. Jetzt zeige ich euch eine ganz besondere, spätblühende heimische Pflanze. Kommt mit! Der Teufelsabbiss. Wirklich eine teuflisch gute Pflanze im Herbst. Sagen wir es einmal so, wir sind gerade zugegangen und haben 6 Hummeln gezählt, Honigbienen. Wenn die Sonne jetzt ein bisschen rauskommt, sind sicher auch gleich die Schmetterlinge da. Die Tagpfauenauge sind sehr gern dran, auch der Admiral. Und der blüht jetzt noch im Oktober. Unglaublich. Fängt erst zur Mitte September an zum Blühen und blüht dann wirklich lang bis zum Frost in diese kleinen blauen Kugeln. Ein wunderbares Bild. Die sind auf so Stielen. Völlig unempfindliche Pflanzen, kennt fast keiner, ist eine heimische Pflanze, leider aus unseren Landschaften mehr oder weniger verschwunden. Man sieht wirklich nur mehr selten, am ehesten noch so in Moornähe. Er wächst aber sehr gut in jeder normalen Erde, braucht es einigermaßen sonnig, ist eine Kadenverwandtschaft, auch mit der wilden Kade zum Beispiel und mit Skabiosen, das sieht man am eher, ist er verwandt, sieht sehr gut aus. Da haben wir eh dauernd eine Hummel, die sich da den letzten Nektar herkommt. Und das ist deshalb so wichtig, weil diese Hummeln Königinnen sein könnten, die dann über den Winter kommen müssen, um nächstes Jahr dann wieder den Staat gründen. Und deshalb ist es gut, wenn die noch einmal gut ernährt werden. Und da habt ihr eben eine Spitzenherbstpflanze, neben zum Beispiel dem Efeu. Wenn der Efeu blüht, auch sehr, sehr gut. Und da könnt ihr noch einmal eure Hummeln, Wildbienen, Honigbienen und Schmetterlinge super mit Nektar verköstigen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir haben einen wunderbaren, angenehmen Herbst noch. Dann kommt eh der Winter, ist auch einmal gut zum Durchschnaufen. Dann freuen wir uns schon wieder auf den Frühling, wo hoffentlich möglichst viel von unseren Pflanzen rauskommen und eben unsere Hummeln, Bienen, Schmetterlinge erfreuen. Ich darf mich richtig freuen, wenn ich vielleicht euch ein bisschen motivieren habe können, dass bei euch daheim im eigenen Garten was macht, weil es ist sehr, sehr einfach und man unterstützt unsere Vielfalt, man unterstützt unsere Wildbienen, die Hummeln und es ist ja einfach, man muss nur machen. Andere Themen sind natürlich darüber hinaus, man kann sich, wieso nicht, wirklich einmal intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Man kann selber ja auch einiges beitragen, von der Ernährung angefangen bis die meisten von uns haben wir doch, wo sie sich vielleicht eine Photovoltaik aufmontieren können. Also, ihr seht, wir haben wirklich viele Themen. Und im Garten ist natürlich für uns ein besonders schönes Thema, weil wir so unmittelbar und schnell sehen, ja, es bringt was, was wir tun. Also macht es gut, pfiat euch, bis nächstes Jahr.